Hi, hi, meine Lieben. Ja, ich muss mich bei euch wieder melden. Und zwar hatte ich das schon mal gedreht, allerdings hat die Kamera etwas gesponnen. Und von daher drehe ich es jetzt nochmal für euch. Und zwar drehe ich jetzt meinen Primark Haul. Wir waren gestern unterwegs und ich war im Primark. Eigentlich nicht für extra, aber da meine Tochter noch was gebraucht hat, was zeige ich euch am Ende vom Video, bin ich dann eben in den Primark und habe mir ein paar Sachen mit. Ich wollte eigentlich T-Shirts kaufen, allerdings habe ich keine gefunden, dafür was anderes. So, ich habe mir jetzt solche Hausschuhe geholt, die sind jetzt schon etwas dreckig, da ich sie heute Morgen schon draußen angehabt habe. Ja, das sagt ja das Thema Hausschuhe. Das sind so zwei Pandas, da ihr ja wisst, da ich großer Julien Bam, Flying Pandas Fan bin, haben mir die Panda Bären am besten gefallen. Die kann man für draußen nicht unbedingt anziehen, eher für drin. Aber ich habe sie jetzt mal kurz für draußen für die Zeitung holen angehabt, deswegen sehen die schon so aus. Die sind ganz flauschig, habe sie gestern schon auf Instagram gepostet. Von daher, ich finde die total toll. Gab es auch noch andere. Dann habe ich mir Socken mit. Und zwar diese hier. Das sind mit so Seehunde drauf, ganz weiße, auch so flauschige. Haben 2,50 € gekostet. Ich finde die ganz toll, gab es auch noch andere Motive. Aber ich musste diese hier haben. Ja, insgesamt habe ich irgendwas um die 55 oder 44 € ausgegeben. Zettel habe ich jetzt leider nicht mehr. So, dann habe ich mir Socken gekauft. Nochmal solche. Und zwar 37 bis 42. Das sind einmal so schwarze mit so roten Punkten und einmal in weiß mit so schwarz gestreift, ja, gemustert. Die haben auch, glaube ich, 2,50 € gekostet, genau. Und diese Kuschelsocken gibt nichts Besseres jetzt im Herbst oder Winter. Dann habe ich mir einen Geldbeutel gekauft. Da habe ich jetzt schon den Preis weggemacht. Der war von 5 Euro auf 2 € runtergesetzt. Den kann man hier so aufmachen. Da meine langsam kaputt geht, habe ich mir den mit. Dann habe ich mir diese hier mit. Das sind so Feet Heaters. Fünfmal warmer than normal socks. Keep heat in. Auch in 37 bis 42 für Ladies. Die machen also fünfmal wärmere Füße wie normale Socken. Sehen so aus, haben 4 € gekostet. Gab es noch in anderen Motiven, aber die hat mir am besten gefallen. Und die mussten unbedingt mit. Ja, dann habe ich das hier entdeckt. Ich hatte zuerst einen Weihnachtsmann, das hat 1,50 € gekostet und ich fand das so goldig als Dekoration. Und hinterher habe ich dann erst gesehen, dass das ein Lipgloss ist. Und deswegen habe ich den mitgenommen. Und gibt es auch noch andere, gibt es noch Weihnachtsmänner und noch zwei, drei Sachen, aber ich fand den echt süß. Ich habe den jetzt auch noch nicht ausgepackt. Müsst ihr mal vorbeischauen. Echt eine total klasse Idee. So, und dann, warum ich eigentlich in den Primark wollte, war das schöne Ding hier. Das ist so ein Cardigan. Der hat, das war das teuerste, was ich gekauft habe, hat 12 € gekostet. Und den kann man schön drinnen ansehen. Der ist echt schön flauschig. Das sieht so aus. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Der ist echt super warm. Passt mir auch echt klasse. Obwohl es Größe 46 ist, aber der fällt echt groß aus. Ich habe den bei der lieben Marion, bei der Knutsch-Fan im Video gesehen. Die hat sich den auch mit. Im Primark gibt es noch in anderen Formen und Farben. Müsst ihr mal schauen, kann ich euch nur empfehlen. So, ihr Lieben, weiter geht's mit dem Primark-Haul. Und zwar, mein Sohn sammelt solche Mario-Sachen. Und ich fand diese Wundertüte ganz witzig. Die hat, glaube ich, 2 € gekostet oder 3. Das sind dann so verschiedene Mario-Sachen drin. Und hinten so Süßes.
Das kann er sich aufs Regal stellen oder meiner Tochter schenken. So, jetzt zeige ich euch mal, was wir noch gekauft haben. Und zwar so eine Mütze hier. Die hat hier so Bommel. Und zwar in, müsste ein Leopard sein. Wenn nicht, dann dürft ihr mir gerne irgendwelche Hater-Kommentare wieder drunter schreiben. Aber müsste so sein. Auf alle Fälle hat sich die meine Tochter gewünscht. Die wollte unbedingt mal so eine Mütze haben. Ne? Und ja, hat glaube ich 6 € gekostet, bin mir aber nicht mehr sicher. Und dann hat sie so eine Hose hier gesehen. Das sind Leggings, die haben auch 6 € gekostet. Das sind solche Skelett-Leggings. Schaut mal, echt zum Totlachen. Die hatte sie gestern auch schon an. Da fehlt jetzt nur noch das passende Oberteil und dann kann Halloween kommen. Aber ich finde die auch so ganz witzig. Die kann man bestimmt auch mal so anziehen ohne Halloween. Und jetzt zeige ich euch mal, warum wir eigentlich weggegangen sind zum Einkaufen. Also Primark waren wir eine Notlösung. Und zwar ist meine Tochter in so einer Eisenbahn-AG in der Schule. Und die hat so ein paar Sachen gebracht, für ihre Winterlandschaft zu gestalten. Und dann haben wir hier so ein Haus gefunden im Müller. Das hat 14,99 € gekostet. Und surprise, surprise, das hat sie jetzt gestern auch schon zusammengebaut. Schaut mal, ist das nicht süß, wie man das jetzt so sehen kann. Mit den Gardinen da hinter den Fenstern. Jetzt sieht man es genau. Ja, sieht eigentlich ganz schön aus. Hat sie echt super zusammengebaut. Bin mal gespannt, wie das am Schluss auf ihrer Landschaft aussieht. Dann hat sie noch Menschen sich gekauft. Das sind, dass wir das jetzt direkt zusammenlegen. So Kinder im Schnee nennt sich das. Das kam, glaube ich, auf 8 oder 6,99 €. Da ist so Schneemann dabei und Kinder, die Schneebälle werfen. Und für eine Waldlandschaft braucht man natürlich auch Waldtiere. Die kamen, glaube ich, auf 7,99 €. Recht teuer, wenn man bedenkt, für so kleine Figuren. Ja. Und dann hat sie noch so eine Schneesitz sich geholt. Da kann man so Eiszapfen machen und so Schnee für auf die Dächer von den Häusern. Und das ist diese Schneepaste hier. Das Ganze kam auf 15,99 €. Und da hat sie jetzt gestern schon mal probiert, ihren Wald damit einzukleistern, oder wie man das auch sagen kann. Auf alle Fälle sieht das total klasse aus. Das müsst ihr euch jetzt so vorstellen. Da kommt jetzt noch der Wald dazu und die Menschen. Und dann haben wir hier noch eine ganze Tüte voller Bäume. Und zwar sind das so Tannenbäume. Und die waren, glaube ich, 17, 24. 24,99 €, okay. Ja, auf alle Fälle braucht sie das für die Eisenbahn-AG. Und ich bin mal gespannt, weil sie macht eine Winterlandschaft, wie das am Schluss dann aussieht. So. Was ziehe ich dir mal an? Ja, ihr Lieben, das war jetzt mein Primark-Haul. Notgedrungener Primark-Haul. Und alles andere. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dem Video einen Daumen nach hoch geben, nach oben geben, nicht nach hoch, das ist nicht bei Alblali. Und wenn ihr keine Lust dazu habt, dann gebt einen Daumen nach unten. Da wird es sowieso wieder einige davon geben. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.